Hören Sie damit auf, wir möchten hier streamen. Jetzt gerade haben Sie aufgehört zu bohren. Sollte das Geräusch im Laufe des Streams wieder zurückkommen, tut es mir leid, aber die Ausrede zieht leider nicht. Bitte machen Sie den Bohrer aus. Ich muss Mario Odyssey streamen. Deswegen entschuldige ich mich dafür schon mal, wenn die Geräusche nochmal wiederkommen. Aber da müssen wir heute leider mitleben. So! Hallo YouTube. Hallo Jan. Wir waren im letzten Stream noch in Forstland. Da wollte ich ja eigentlich nur noch mal durchlaufen, ganz entspannt, und die Reste holen. Und plötzlich hat das 2 Stunden gedauert. Richtig. Nee, Moment. Ach stimmt, das Wolkenland war noch dazwischen. Genau. Da waren wir aber tatsächlich sehr erfolgreich im Forstland. Ich meine, wie gesagt, wir waren ja auch 2 Stunden dann dort, was ich gar nicht erwartet hätte. Ich wollte ja eigentlich nur in Cityland, weil das ja schon quasi angeteasert wurde. Und ja, ging dann nicht ganz so gut. Dann waren wir kurz im Wolkenland und haben uns mit Bowser geprügelt. Da hattest du sogar noch 2 Monde. Ja, aber ich wurde ja quasi gewaltsam wieder runtergeworfen. Mhm. Und dann sind wir abgestürzt und im verlorenen Land gelandet, wo wir schon mal zumindest einmal durchgegangen sind. Wir haben immerhin alle Münzen gefunden und auch schon mal 18 von 25 Monden, was ich eigentlich einen ziemlich guten Schnitt finde. Und wir könnten jetzt auch schon in Cityland, wir waren da auch einmal ganz kurz, sind da quasi gelandet und dann sofort wieder abgehauen, weil ich jetzt gerne noch ein zweites Mal hier durchlaufen möchte. Diesmal bist du nicht so müde. Um zu schauen, ob ich noch was finde. Also ich mag die Welt immer noch sehr gerne. Es ist halt eher so eine kleinere Welt. Aber ich finde die irgendwie, ich weiß nicht, so von der Farbgebung. Ich meine, ja, der Sumpf ist schon lila. Ne, aber ich finde, das ist alles sehr stimmig, weil das sind eher so herbstlichere Töne, sag ich mal. Mhm. So mit den bräunlichen und rötlicheren Tönen. Dann passt der Sumpf da irgendwie auch ganz gut zu. Deswegen finde ich das eigentlich visuell ganz ansprechend. Und auch allgemein so mit den Wigglern und so, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war halt nur am Ende vom letzten Stream ein bisschen müde, wie man vielleicht gemerkt hat. Also ich werde jetzt schon mal ankündigen, wir werden heute auch nicht ganz so lange streamen, ne? Weil heute Abend noch was zu tun ist. Aber das soll uns jetzt ja nicht weiter stören. Dann schauen wir doch mal, ob wir noch irgendwas Neues finden. Ich meine, von einem Mond wissen wir ja noch, das ist der, der da in dem Käfig gefangen ist. Mhm. Ich hatte ja auch schon meine Idee geäußert, wie wir da drankommen, aber irgendwie bin ich, glaube ich, dabei gestorben. Mhm. Vielleicht werde ich die gleich nochmal versuchen, weil ich fand die gar nicht mal so dumm. Mhm. Aber schauen wir mal. Gucken wir mal so ein bisschen, ob ich hier vielleicht noch was übersehen habe. Mhm. Hast du eigentlich noch ein paar Monde auf Lager? Ich glaube, einen noch. Außerdem im Käfig. Mhm. Achso, gut, der Stein da hinten, aber die sind ja erst für später. Genau, das war der da oben. Ist da eigentlich noch irgendwas drauf? Weil das ja potenziell auch Landeplätze für den Wiggler sind. Da was unter der Brücke versteckt ist. Wenn ich gleich mal einen Wiggler habe, kann ich das mal kontrollieren. Von aus ein. Fängt gut an. Die Kante war glitschig, okay. Mir fällt keine gute Ausrede dafür ein. Helft mir. Was wäre jetzt eine gute Ausrede dafür? Mario ist gestolpert. Ja. Mario wollte rüberspringen und dann hat hinter ihm irgendwer geschrien, dass er schon Elden Ring hat. Und dann musste Mario sich eben schnell umdrehen. Das reicht doch, oder nicht? Ja. Ich bin wahrscheinlich nur etwas zu früh abgesprungen. Herr Wiggler, lassen Sie mich mal gucken. Da ist wirklich ein Mond! Ich bin ja so smart! Also, das sollte ich nach dem Sprung gerade vielleicht nicht sagen, aber... Hey, können wir uns da erstmal parken? Der Control-Stick war zu rutschig. Ja, ich habe heute schon so viel geleistet, dass ich war so am Schwitzen und deswegen bin ich abgerutscht. Das war übrigens der, den ich noch im Kopf hatte. Ah. Der ist aber schon mies versteckt, weil man den
echt nicht so gut sieht. Du hast den Schatten halt sehen können, wenn du drauf achtest. Ah, okay. Weiß nicht, ob dir das vielleicht aufgefallen ist oder weswegen du überhaupt da unten hingeguckt hast. Ich wollte halt gründlich sein und ich dachte mir, auf diesen Dingern bin ich jetzt schon öfters stehen geblieben. Mhm. Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist auch, also ich habe erst gedacht, hinter dem Baum ist vielleicht irgendwie ein Mond. Mhm. Deswegen. Cloud, Dankeschön für 24 Monate Treue. So. Genau, da war ja auch noch der eine Mond, den du mir ganz liebevoll, ganz subtil empfohlen hattest. Mhm. Und da sind die... Was? Als ob das Ding... Nicht schon wieder! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Kollege. Warum? Hilfe! Jetzt wollte ich ganz entspannt langsam nochmal alles abgehen und dann das. Wo ist der denn diesmal? Ach, da. Wait. Wie komme ich da hin? Ich dachte, der wäre einfach wieder da, wo er vorher war. Das wäre wahrscheinlich zu einfach von da. Aber ich glaube, da brauche ich wieder einen... Oh meine, ich habe ja keinen Wiggler. Ich habe ja keine Kappe. Oder komme ich da... Aber da komme ich doch so nicht rübergesprungen. Warte mal, lass mich mal von hier gucken. Lass mich mal kurz einen Blick werfen. Da oben. Aber wenn ich... Also ich würde von da hinten hinkommen, aber ich weiß nicht, ob ich so weit springen kann. Und ich kann mir ja keinen Wiggler holen. Aber dann wiederum habe ich nicht wirklich eine Wahl. Außer ich möchte mir da oben den Flugsaurier holen und runtersegeln. Wie denn? Ja. Indem ich ihm zähme. Mario Tamers? Ja. Ha. Huh. Was ist mein weitester Sprung? Dein Long Jump. Das war der mit Ducken, ne? Ja. Wobei? Der? Ja, aber du hast, glaube ich, zu früh angesetzt. Mhm. Ich überlege gerade, ob dein Dreiersprung vielleicht sogar noch weiter geht. Ah, ich stehe direkt wieder hier. Das heißt, ganz knapp vor der Kante erst? Jo. Muss ich Anlauf nehmen? Ein bisschen. Ein bisschen. Jetzt habe ich einfach gar nicht gedrückt. Beziehungsweise ich habe versucht, gleichzeitig zu drücken und es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich bin nur ein großer Klempner, doch mit Klempnern fängt es an. Muss ich eigentlich erst mich ducken? Ja. Weil wenn du erst springst und dann die Duckentaste drückst, machst du die Arschbombe. Ich habe versucht, es gleichzeitig zu drücken und dann bin ich einfach gar nicht gesprungen. Aber hier reicht ein normaler Sprung, oder? Ja, mit ein bisschen Anlauf. Wie war denn das nochmal? Nein! Warum? Warum nicht? Warum bin ich halt so blöd? So langsam kann ich das nicht mehr entschuldigen, glaube ich. Ich wollte euch nur nochmal meinen tollen Long Jump zeigen. Wartet. Long, long jump. Den. Guck mal, wie gut ich den mittlerweile kann. Mhm. Ich... Nee, ich habe keine Ausrede dafür. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich erst wieder einspielen. Aber Svenja, letztes Stream ist noch keine Woche her. Was muss der blöde Vogel sich auch hier hinstellen? Oh, Geld. Cool. Cappy, warte mal kurz. Ich muss erstmal Geld abheben. Ja gut, da kann ich ja wohl einfach so rüberspringen. Flup! So. Blöder Vogel. Egal, alles gut. Lass uns endlich gehen. Da ist ein Häschen. Ja, aber da, denke ich, sehe ich sonst auch nichts. Und da war ich ja gerade zwangsläufig gucken. Da ist ein Häschen.
Da ist noch der Mond im Käfig. So ein Fernrohr wäre tatsächlich mal ganz praktisch für einen Überblick. Okay. Dann versuche ich erstmal das Häschen zu holen, denke ich. Was zur... Das hat echt gut funktioniert. War das falsch? Ich habe mit Mario selbst einfach gemacht. Ach so. Du bist doch smart mit dem Wiggler. Ich weiß nicht, ich wollte nicht stillstehen, also dachte ich, ich wiggle einfach eine Runde. Hab den Akechi gemacht. Ja. Die Strats. Ich guck gerade, ob ich hier noch irgendwie was sehe. Aber gucken wir gleich mal. So, meine Mondtaktik. Wobei. Der ist ja auf der falschen Höhe. Nee, Moment. Kommando zurück. Der ist nicht gut genug, der Kollege da oben. Das ist mir zu hoch. Ob das das andeutet? Aber hier sind ja auch noch so Dinger, die habe ich bestimmt schon kaputt gemacht. Vielleicht war da sogar ein Mond drin. Ich will halt mit den Knallkopf-Grabschern den Käfig kaputt machen. Weil, ne, die explodieren ja. Verstehst du? Man denkt sich auch schon so, um Gottes Willen. Aber der da oben ist ja viel zu hoch. Wobei ich weiß nicht, ob der halt, also in welchem Winkel der quasi runterfallen würde. Der fliegt geradeaus. Na gut, weil theoretisch, ne, mit der Schwerkraft könnte er eventuell da drauf fallen. Wir haben keine Schwerkraft. Ach so, also wäre es ja eher der Kollege da. Aber der müsste dann theoretisch, gucken wir erstmal hier hin, kurz. Ja. Hier. Aber der muss dann von da. Wahrscheinlich ist das absolut nicht so, wie man es machen sollte. Geil! Nice. Wie sollte man das machen? So. Echt? Ja. Boah. Das ist sogar auch wieder mal sehr smart von dir, dass du dich einfach dahin stellst, dass du nicht irgendwie ausweichen musst, sondern einfach nur stehst. Und mich duckst. Ja. Randy, Dankeschön für 27 Monate Treue. Ich habe aber so gemacht, dass ich einfach mich irgendwie hingestellt habe, einfach weggesprungen bin dann im richtigen Moment. Das Problem ist, ich habe das im letzten Stream ja schon gemerkt, dass es nicht meine Stärke ist, im richtigen Moment zu springen, wenn die halt auf mich zukommen. Deswegen wollte ich das diesmal so gut es geht vermeiden. Und habe mir gedacht, okay, dann duckst du dich einfach. Schön, dass das funktioniert hat. Jetzt muss nur noch an den Mond kommen. Das wollte ich beim letzten Mal ja auch machen. Ich sehe nichts. Da. Aber da bin ich, glaube ich, von der anderen Seite gekommen. Dann habe ich die Blöcke nicht kaputt gemacht. Dann bin ich gestorben. War irgendwie alles nicht so erfolgreich. Kannst du... Hier kurz mal doch einmal dahin, glaube ich, hinfliegen. Das ist das, wo ich gerade herkam, oder? Genau. Ja, klar. Hätte ich sowieso gemacht. Ich wollte mir mal kurz eine Wand angucken. Ich weiß nicht, ob da was ist oder nicht. Aber geh mal kurz, sprung mal nochmal runter. Die hier? Ich weiß auch nicht, wie sieht das seltsam aus, dass der Schatten irgendwie nur so halb aus der Erde kommt. Ich glaube, es ist einfach die Musterung, die ist hier. Aber wahrscheinlich ist es nichts, okay. Überall. Oder das ist der Schatten von dem Pfosten, der da weiter links ist, einfach. Das kann Sonnentag sein. Aber die Sonne ist von der Seite. Egal. Aber dann war es nichts. Aber man muss ja sowas auch mal überprüfen. Manchmal findet man ja wirklich irgendwas. So. Jetzt ist die Sache, wo gehen wir jetzt lang? Wir könnten da weiter, wir könnten aber auch mal gucken, ob wir hier nochmal weitergehen. Dann kann ich nämlich von hier aus nochmal einen Blick... Ich glaube nicht, dass da ehrlich gesagt noch was ist, weil wir haben ja da in der Nische einen Mond gefunden. Wir haben die Mondteile gesucht, wir haben, glaube ich, hinter einem Baum irgendwo noch was gefunden. Also ich
kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da noch irgendwie was ist. Und da unten waren wir ja auch. No. Bei der 2D-Passage. Okay. Dann werde ich mich jetzt mal nach oben einmal porten. Und von dort aus nochmal gucken. Aber gibt's hier echt so gar kein Fernrohr? Irgendwo zum Gucken? Anscheinend nicht. Guck nochmal von hier. Da ist der Schmetterling, da war ich auch schon. Das habe ich höchstwahrscheinlich auch schon aufgemacht. Da ist der Grabscher. Da ist der Vogel. Warum schlage ich eigentlich meinen Kopf so weit zur Seite? Dann sehe ich auch nicht unbedingt ein Meer. Da ist der Hilfstod. Aber theoretisch. Da ist ein Fernrohr, guck mal. Ah, aber theoretisch finden wir doch nur noch 3 Monde, oder? Ne, 4 sogar. 4. Weil ich hätte gesagt, die 3 Tipps könnte dir ja der Vogel jetzt einfach geben, die letzten. Ich gucke, ob ich halt irgendwas. Sonst benutze ich das Fernrohr vielleicht nochmal. Das finde ich nämlich auch immer ganz praktisch. Aber so spontan habe ich jetzt nichts weiter erblickt. Mhm. Also ist eigentlich. Ich guck mal einmal durchs Fernrohr und dann kann ich meinen Papageien fragen. Das habe ich irgendwie gerade spontan überhaupt nicht gesehen. Das war auch direkt hinter mir. Weil ich dachte, es wäre halt ganz praktisch, mal so hoch zu gucken, ob man irgendwie in der Klippe vielleicht noch was sieht. Oder halt von hier oben. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne. Ich werde vielleicht nicht ganz so viel zoomen, ganz gerne. Warum ist das so? Da ist eine Odyssee dazwischen. Mhm. Das ist kein Zensurbalken. Okay. Den hatten wir auch. Da ist der Block. Das ist dieser Baum. Ne? Sieht aus, als wenn da irgendwie so ein Tier an dem Pfosten hängen würde. Hab ich auch gerade gedacht. Da bin ich, glaube ich, auch schon reingerollt. Und da ist Katzenpeach. Sonst noch irgendwas? Irgendwie eine Insel oder Mond irgendwo? Das ist ein Mond. Ja. So von wegen, der Mond ist plötzlich irgendwie über mir. Da sind 3 Monde eigentlich. Ja. Ich habe jetzt nichts gesehen. Mhm. Ist da irgendwas über mir? Nö. Also ich habe jetzt auch mit dem Fernrohr irgendwie, Robert wollte ich gar nicht so, nichts irgendwie entdeckt. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe am ersten Mal schon mega gründlich, aber ich war beim ersten Mal schon mega gründlich, habe ich so das Gefühl. Zu gründlich. Kann auch sein, dass man den Rest erst später finden kann, das stimmt. Deswegen frage ich mal den Papagei. Fallschaden gab es ja nicht, ne? Nee. Und okay, was auch immer das für ein Geräusch ist. Ich glaube, wir sind hier draußen im Garten, oder? In unserem Garten? So, als würde ich eigentlich hier vorne sein. Runter von meinem Grundstück. Was auch immer sie da tun. Einfach, Jan hat die Rollos hochgemacht und sich auf den Boden geschmissen, um zu gucken. Und? Ah. Huch, aber das ist plötzlich so laut.
Betten nebenan, die Terrasse. Mit Terrasse halt zu. Ja, zu machen. Und unseren Nachbarn fällt nichts Besseres ein, als die Terrasse mit so einem Rüttelding um 18.30 Uhr zu machen. Ja. Jetzt weiß ich ja, warum das so laut ist. Ja. Good job. So. Oh, da gibt ja keine Hinweise mehr. Oh. Hm. Ja, na dann. Dann habe ich keine Ahnung mehr, was ich hier noch holen kann. Also. Was da? Willst du nochmal reingucken, ob du bei dem Block da drin warst oder nicht? Also ich gehe mal auch davon aus, dass du da drin warst, aber... Ja. Ja, okay. Ja gut, dann. Das war irgendwie... Du hast trotzdem noch drei Monde gefunden. Ja, ich meine, das war ziemlich ernüchternd irgendwie. Aber du musst trotzdem bedenken, du hast 21 von 25, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon einiges. Dann packen wir die hier nochmal rein. Willst du eigentlich das Wolkenland auch eben nochmal anschauen oder erst später? Kann ich da einfach hin? Weil dann schon, aber ich will mich erst einmal umziehen, weil so kann ich ja nicht in Cityland. Gute Frage, ob du da hin kannst oder nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Oder ob man vielleicht erst später hinkommt. Was ziehe ich denn mal an? Ich finde, das ist gut fürs Cityland. Im Anzug. Ja. Das ärgert mich jetzt aber schon so ein kleines bisschen, dass ich so einen Stream diese Woche habe und die Nachbarn sich entscheiden, genau in diesem Zeitfenster die Terrasse zu rütteln. Mhm. Vielleicht hören die ja bald damit auf, wenn es dunkler wird. Und man das so richtig schön im Hintergrund hört. Hier kann ich ablegen, ne? Ja. Ah, da, Wolkenland. Oh, Tatsache. Vielleicht findest du sogar beide, da hast du ein Gebiet vollständig. Ja! Aber wir waren hier zumindest sehr erfolgreich. Ich meine, es ist jetzt in dem Sinne etwas ernüchternd gewesen, weil wir nicht wirklich viel im zweiten Anlauf noch geholt haben. Aber es ist auch eine kleinere Welt gegeben. Und zumindest den Mond im Käfig haben wir noch geholt. Mhm. Denn du hast die Monde hier, die du heute gemacht hast, echt smart gemacht. Das ist der Ausgleich für meinen Battle am Anfang. So. Ducken. Nee, das kann ich. Ja. Würde uns bestimmt weiterhelfen. Die Nimbus Arena. Das ist eine Röhre, glaube ich, gewesen. Oh. Aber interessant, dass man hier quasi nochmal hin darf. Weil oftmals sind es halt so, ja gut, du hast den Bosskampf gehabt und das war's dann auch. Ja. Aber hier ist sogar ein Toad, der mir Hinweise geben würde. Hm, wo könnte einer der Monde sein? Ich muss natürlich wie immer einmal am Rand gucken, aber ich denke nicht, dass da irgendwas ist. Ansonsten, da ist die... Ach guck mal, da ist wieder so ein lustiger Block. Hm. Ist da hinter dem Block noch was? Ist halt die Frage, ob in diesen Blöcken halt auch Monde sind und dementsprechend ich jetzt an einen Mond in diesem Gebiet noch gar nicht drankomme? Weil der durch diesen Block quasi freigeschaltet wird oder ob die nochmal separat sind, die Blöcke. Na. Oh, die verschwinden aber halbwegs schnell wieder. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Irgendwie nichts. Geld. Cool. Aber ich sehe auch von hier aus nichts. So, kann ich mich aber einfach wieder dahin porten? Haha. Haha. Dann gehe ich halt in die Röhre rein. Einfach um den Spieler zu ärgern. Ja. Ich glaube auch. Hier, guck mal, da kannst du hin. Cool, und was ist da? Nichts. Ja.